die Schiene, das haben wir, glaube ich, jetzt auch bei der Lissabon-Studie gesehen, die brauchen auch weiterhin. Das ist tatsächlich das Rückgrat des Verkehrs. Aber es sind die anderen Angebote. Wir haben ein Uber, wir haben kein Go, wir haben Lift, wenn die Fahrzeuge autonom fahren. Wo ist dann tatsächlich die Trennung? Eigentlich im Grunde hat jedes Fahrzeug dann die gleiche Funktion. Und mir ist es egal, ob das Scherenfahrzeug draufsteht oder ob der Taxi draufsteht. Wenn das Fahrzeug direkt vor meiner Tür kommt und mich abholt, dann fahre ich damit. Das bedeutet aber für den Mobilitätsmarkt eine ganz neue Herausforderung. Im Moment, was er hier halt auch schon angesprochen hat, man kann es positiv sehen, man kann es negativ sehen. Wir haben Konzessionen für Taxis. Normalerweise ist das halt reglementiert. Die Stadt kann heute noch irgendwie sagen, wir möchten halt 1000 Carsharing-Fahrzeuge in der Stadt haben oder vielleicht halt auch nur 500. Also es liegt reglementar. Was passiert denn aber zukünftig? Uber ist derzeit halt in Deutschland noch nicht erlaubt. Was bedeutet das, wenn sich das ändert und wir plötzlich, wie im Analog, wie es jetzt in München oder in Berlin passiert ist, mit den Sharing-Bikes, wo chinesische oder Anbieter aus Singapur gekommen sind, gerade in München haben wir 8000 Fahrräder in die Stadt gestellt. Die Bürgersteige wurden vollgestellt, aber die Stadt hatte überhaupt keine Möglichkeit, in irgendeiner Form Steuerbehaltung einzugreifen. Und ich glaube, das ist für die Smart City der Zukunft ist tatsächlich die Herausforderung, die Fragen zu stellen, was wollen wir denn, beziehungsweise in welche Richtung können und wollen wir steuern. Vielleicht wollen wir auch gar nicht steuern, wir wollen erstmal, dass die Markt uns gleich tut. Wir haben vor einiger Zeit mal einen Szenarioprozess mit der Stadt Bremen gemacht. Und die hat sich vor 2 Jahren genau die gleiche Frage gestellt. Was bedeutet das, wenn autonomes Fahren kommt? Auch vor dem Hinblick, wenn sich die Anforderungen an Parkraum, an Infrastruktur, an Lichtsignalanlagen, Steuerung halt irgendwie ändern. Wie kann sich die Stadt denn jetzt halt irgendwie neu aufstellen? Wenn eine Straße gebaut wird oder eine Tramlinie verlängert wird, das wird für 30 Jahre geplant. Heute in der Form noch, beziehungsweise wie kann man eigentlich nur diese Veränderungen heute schon antizipieren, um sie halt in den Verkehrsentwicklungsplänen halt irgendwie mitzudenken. Das war mal so ein Stimmungsbild, was sich tatsächlich halt ändern kann. Was ist mit dem privaten Verkehr, wie ändert sich das Mobilitätsverhalten in der Stadt? Welche Sicherheitsaspekte gibt es, welche Veränderungen haben möglicherweise die Angebote halt auf die Infrastruktur, auf den ruhenden Verkehr, braucht man Mautsysteme zur Steuerung, zur Bevorrechtigung von Elektrofahrzeugen. Also das Spektrum ist wirklich vielfältig. In dem Bereich haben wir einen Szenarioprozess gemacht, hier ganz kurz. Wir haben mit Experten auch der Automobilindustrie von BMW und Daimler, von Siemens, von Verkehrsunternehmen, vom Deutschen Institut für Raumfahrt, mit Kollegen von der Stadtverwaltung haben wir mehrere großanlegende Workshops halt gemacht und haben halt einfach mal überlegt, welche Einflussfaktoren würden denn tatsächlich zukünftige Mobilität in Stadt und der Berücksichtigung autonomen Fahrens halt beeinflussen? Da gibt es die unterschiedlichen Aspekte, es gibt auch emotionale Aspekte, das ist das Angebot an Sharing-Konzepten, das ist aber auch so ein Lifestyle, also wie verhält man sich denn morgen, wie ist die Einstellung zum Auto, wie sieht es mit der Elektromobilität aus? Und wir haben diese unterschiedlichen Einflussgrößen mal geklustert. Das heißt, hinsichtlich, in welchen Bereichen, also in manchen Bereichen, irgendwann kann man sagen, der Trend geht in diese Richtung, da gibt es keine hohe Unsicherheit, aber es gibt sicherlich Faktoren, in denen es eine hohe Unsicherheit gibt. Und dabei kam halt raus, also was heute wirklich schlecht vorherzusagen ist, auch wenn wir da Entwicklungen sehen, ist einmal das Mobilitätsmuster und das Mobilitätsverhalten, autonomes Fahren, je nachdem, welches Angebot halt jetzt kommt, wie verändert das? Verändert das halt überhaupt? Und die zweite Größe, wo man heute halt auch nicht sagen kann, wie sehen die zukünftigen Rahmenbedingungen für nachhaltige Mobilität halt aus? Werden neue Konzepte halt gefördert, gepusht oder halt eher nicht? Und das gleiche gilt halt aber auch für die Größe hoher Einfluss. Wir haben halt gesagt, dass diese beiden Faktoren, also das Mobilitätsverhalten, aber auch die Steuerung der Verkehre maßgeblich Einfluss auf die Mobilität in der Zukunft haben. Und auf dieser Grundlage wurden dann 4 Szenarien entwickelt. Also das Interessante, das Wichtige ist eigentlich im Grunde die Achsen, die halt aufgespannt wurden. Das ist halt einmal, man kann sich vorstellen,
schon Strategien entwickeln, wie es mit dem öffentlichen Verkehr weitergeht, wie es mit der Infrastruktur weitergeht. Auch bei der Planung von Parkhäusern oder Freiflächenanlagen ist es aus heutiger Sicht notwendig, schon über diese zukünftigen Entwicklungen halt irgendwie nachzudenken und auch gerade über die Stadtentwicklungstendenzen, auch im Fahrzeug, also Urbanisierungstendenzen halt irgendwie fördern. Will man das, will man die bessere Erreichbarkeit von ländlichen Bereichen halt irgendwie bevorzugen? Das ist jetzt ein Ausblick. Die Frage, in welche Richtung geht es? Ist es tatsächlich der Shuttle, der jetzt derzeit in den vielen Städten schon pilotiert wird, auf kleineren Strecken, beziehungsweise demnächst halt auch in größeren Arealen, wie in Hamburg oder Hannover, zum Beispiel den Anbieter Moja? Oder sind es halt tatsächlich die Überfahrzeuge, die tatsächlich die Mobilität von A nach B halt irgendwie direkt für jeden Einzelnen anbieten? Aber das muss man halt auch sagen, es gibt erste Untersuchungen halt, beziehungsweise Erfahrungen jetzt halt auch mit Taxiunternehmen. Es ist eine wirklich eine ziemliche logistische Herausforderung mit diesen Fahrzeugen, wenn man A to B Mobilität halt anbietet, tatsächlich vernünftige Poolingfaktoren halt hinzubekommen. Und das wird auch zukünftig noch die Herausforderung sein. Gut. Damit möchte ich an dieser Stelle beenden und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Dr. Dörrmann, gerade auch für den Ausblick, weil ich weiß nicht, ob es mir da anders geht als anderen Publikum, dieses Verhältnis, das eben alles auch gerade das Autonomiefahren nicht zwangsläufig unseren Verkehr schlanker macht, weniger Autos auf der Straße, sondern sogar umgekehrte Effekte eintritt. Sehr, sehr interessant, sehr informativ für mich. Wir sind jetzt ein bisschen hinten dran bei der Zeit und wir haben uns die Frage gestellt, wie wir das am besten auflösen. Unser Vorschlag wäre, dass wir die Workshop-Phase, die erste Workshop-Phase jetzt mit der Mittagspause kombinieren. Es gibt einfach jetzt die Möglichkeit, sich einmal mit Mittagessen stehen wir hier mit und dann direkt quasi mit den Mittagessen zu spielen, da können wir dann zusammenarbeiten. Ja. Ja, viel Spaß. Und genau, vielleicht einmal zu erklären, dass Sie haben alle auf Ihren Plätzen den Übersichtsplan mit den verschiedenen Workshops, die es gibt, ausliegen. Mobilität und Heidelberg, also Workshops in den beiden Bereichen zugeordnet sind, finden Sie hier im Raum nebenan. Die